Servus und herzlich willkommen zu einem Livestream hier bei Raft und Servus Sandmann. Hi, grüß dich. Ich war jetzt etwas verwirrt wegen den Einstellungen. Servusler Jonas. Grüezi wohl. Ah, jetzt ist das Spiel auch da. Juhu. Raft geht weiter. Ja. So, ich fülle mal eine Bottle, ich schnapp mir die High Stakes und dann werde ich eigentlich gleich. Aber ziemlich regelmäßig zur Zeit, ne? Dass wir streamen und aufnehmen. Ja, das ist genial. Das ist wirklich genial. Wir können tatsächlich jeden Tag einen Part hochladen. Das ist echt super. Servusle Patrick. Servusle. Ah, gut, ich hab's gehört. Ich hab schon Schiss gehabt, dass ihr wieder nichts hört. Guten Tag, Pittichen. Guten Tag. Ich pfeife mal schnell hier die High Stakes neu. So. Bin ich eigentlich. Ja, ich bin leer. Achso, hier muss ich ja auch nicht wegen Speer oder sonst irgendwas rummachen. Ist es eigentlich wichtig, die Eisbären hier niederzuknüppeln? Nee, ne? Nö. Die geben wahrscheinlich auch nur Fleisch und Fell oder irgendwas. Fleisch, Leder und den Kopf. Fleisch, Leder und Kopf. Naja, das hole ich mir in meinem Hilp Let's Play. So, ich muss ja dahin, wo die zwei Türme strahlen. Die zwei Schornsteine. Schauen wir mal, wie schnell ich da durchkomme. So, und du bist jetzt am Dekorieren? Ja, ich bin hier gerade am Schiff, ja. Bin ich ideenlos gerade. Ja, dann lass dir doch mal was einfallen für das Gewächshaus. Ich fand es toll, als du gesagt hast, Gewächshaus. Oh Mann, ey, da hab ich wieder was gesagt. Ja, schon. Gewächshaus. Ja, also genau vorne vor die Bienenkästen. Ich habe da schon auch eine Idee, wie ich das machen würde. Warte mal, ich bin falsch. Ich glaube, ich bin falsch. Ich bin hier bei diesem komischen Computer. Ach nee, das sind die Laboratorien. Stimmt ja. Ja, brauchst du dann Steuerstab einsetzen. Ja, genau. Aber das Ding ist ja... Das ist jetzt gerade erst mal der Anfang, wo du bist. Das wird noch mehr dann. So, wo muss ich jetzt hin? Nicht im Reaktor oder muss ich Reaktor? Da brauche ich Reaktorschlüssel 1. Da haben wir benutzen. Servusle Beetlejuice. Moinsen. Ah ja, stimmt, da geht's runter. Ey, ich bin noch nicht einmal durch die Tür und es ist schon ein Viertel von dem Anzug weg, weißt du? Ja, siehst du mal, wie du trödelst. Ja, total. Gleich nochmal neuen anziehen. Ja, weil ich jetzt auch nicht wusste, wohin. Gehen wir halt mal runter. Irgendwas muss ich jetzt aufschreiben, haben wir gesagt, ne? Ja. Laboratori Dingsbums hier. So, wir haben 17 CL. Hoffentlich kann ich meine Schrift dann noch lesen. So, dann haben wir 50 SN. Dann ist hier noch die 61 PM. Taste verrutscht. Sind aber ganz schön viel Dinger. Hat ja keiner gesagt, dass leicht ist. 58 CE. 80 HG. Ne, dann hätte ich mal meinen Platz anders eingeteilt hier auf meinem Zettel. Ja, hast du. 78 PT. So, 37 RB. Das merkst du dir ja auch alles, wenn ich das sag, ne? Ah ja, nur, klar, freilich, logisch. 11 NA, der ist jetzt schon am Jammern, weil er ein bisschen Strahlung abkriegt. Das ist der Säftel. Soll sich nicht so anstellen. Ja, echt wahr.
So, was haben wir denn hier noch für eine Tür? Achso, und die Tür geht nicht auf. So. Oh, hallo, Mahlzeit Karolinchen. So, und die Computer, die sind auch da unten, oder wie? Ja. Ah, okay. In den Räumen. So, gehen wir halt einfach nochmal rein. Die Tür braucht alleine schon eine Minute, bis die endlich aufgeht. So, Computer, wo seid ihr? Hä? Ach da, RB, so. RB, habe ich gesagt, oh Gott, das muss ich erst einmal wieder finden, 37. Und dann läuft die Zeit, ne? Und ja, in der Zeit musst du alle 24, einstellen. In 24 Sekunden? Ja. Wie soll man das schaffen, bitte? Ich brauche schon die 24 Sekunden allein, um den zweiten Rechner zu finden. Ja, den musst du halt vorher suchen. PM 61. So, jetzt habe ich noch eine Sekunde. Ja. Ach so, und dann ist der zweite Raum offen. Okay. Nee, ist er nicht. Nein, du musst die alle all den 24 Sekunden an alle Rechner das eingeben, was da halt verlangt ist. Aber warte mal, das sind ja nur drei. Ja. Das sind ja nur drei Rechner. Ja. Ich hab jetzt gedacht, ich muss hier... Oh Gott. Ich habe jetzt gedacht, ich muss hier diese 10 Codes hier aufschreiben. Nee, nicht zwingend alle, nur die auf den Computern stehen. Ja eben, so. Wo habe ich ein CI? Hä? Oder ist das CI ein CL? Wahrscheinlich ist das CL. Wahrscheinlich, ne? Ja, dann ist das CL 17, okay. Das heißt, ich brauche dann nur die CL. Jetzt hör auf, so rumzujammern. Das macht mich ja ganz narrisch. Pittichen meinte, den mit der meisten Zeit zuerst einstellen. Okay, das habe ich bei mir nicht festgestellt, dass das, dass die unterschiedliche Zeiten haben. Aber gut zu wissen. PM und RB. Dann war, glaube ich, das mit den 24 Sekunden war dann der längste, oder? Kann das sein? Und RB. Der ist ja bloß noch am Meckern hier, sag mal. Okay, na gut, dann hab ich. Nee, CE hab ich doch auch nicht. Oh, ich muss mal nach oben. Ich hab jetzt keinen Bock hier zu sterben und dann wieder da hier zu müssen. Mit knapp einer Minute. Okay. Na gut, das war wahrscheinlich dann diese paar und 20 Sekunden. Ja. Also CL, PM und RB. Hoffe ich. Zieh doch einen Anzug an. Ja, bin ich doch gerade dabei. Pity. Der Anzug war halt schon durch. Pity, Mann, hat ja immer nur eine Minute Zeit. Ja, eben. Also, ich denke mal, dass der... Warte mal, dann mache ich jetzt mal einen anderen Computer. Wenn die unterschiedlich sind. So. 61. Und? Nee, es sind auch nur 25 Sekunden. Dann haben wir bei CL die 17. Und beim letzten die 37. So, und dann ist das Ding hier offen. Ist dann hier immer noch Strahlung? Ich habe jetzt echt gedacht, ich muss innerhalb von der Zeit das alles eingeben, ey. Lauter Boxen, Gitter. Bam, 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 bam.
Ich glaube, ich hätte noch mal hoch müssen, um noch einen Anzug zu holen. Oder gibt es hier unten noch einen? Die gibt es immer wieder. Die sind verteilt in diesen Schränken. Ah, da. Voll gepimpt. So, da haben wir eine Treppe, die nach unten führt. Na dann los. So, halte E für sanftes Drehen. Was bist denn du? Der greift mich an. Was bist denn du für ein Bug? Die Maschine hat einen Bug. Mhm. Die hat mehrere Bugs. Der knabbert an mir. Warum seid denn ihr so viele? Ey, sag mal, es gibt nichts Langsameres als den Speer, ne? Der Speer, der taucht echt nur für... So, jetzt warte mal, ich muss da nochmal raus. Weil ich, so wie es ausschaut, gibt es hier keine Strahlung oder so, ich weiß es nicht. Aber da kann ich mich jetzt erst einmal healen. So, sollen wir ein schönes Vesper machen auf der Wanderung hier? Boah, das ist so mie... Oh Mann! Was denn jetzt schon wieder? Ach, ich hab doch jetzt 3 Tage am Stück Planet Crafter gesuchtet und die Tastenbelegung, die ist irgendwie völlig falsch gerade bei Raft. Das kann gar nicht sein. Ah, das ist... Mann, das ist echt mies gerade. So. Ich bin durch. Ich hab's geschafft. Nee, hab ich nicht. Und wie war's? Wochenende mit Junior? Gut. Lustig. Nice. Schnell rum. So. Alter! Was denn? Nix. Einfach ignorieren. Halte R für sanftes Drehen. Oh, hier gibt's eine Ding, eine Münze. Ui. Ich habe irgendwas gemacht. Ach, wahrscheinlich müssen die Dinger hier irgendwie von den Strahlen her. Warte mal, da muss ein Laser anscheinend durchlaufen und der wird dann immer gespiegelt. So, was bist du? E benutzen. Ach, ich darf... Na logisch, ich darf auch natürlich nicht da durchlaufen durch den Strahl. Was muss ich denn da schaffen? Ach so, die Tür muss ich damit quasi aufmachen. Das ist ja wenigstens einmal ein Rätsel. Achso, und jetzt läuft das Ding die ganze Zeit. So. Lenken wir das einfach mal darüber, dann haben wir freie Fahrt. Oh. Wir brauchen wieder einen Schutzanzug. Ja. Da ist ja nochmal so ein Laser-Dingsbums. Okay. Laser kommt von da, trifft da drauf. Wird abgeprallt nach da, vermute ich. Da vorne ist noch ein... Warte mal, ich schaue erst mal, wo das hin muss überhaupt. Ah, da haben wir quasi nochmal den Schalter, den wir kaputt machen müssen.
Alles klar. Ja, dann muss ich den einschalten, dass ich das sehe. Bin nur mal gespannt, wie ich den... Ob ich da drüber hopsen muss, oder... Das wird nice. Ach nee, Quatsch, warte mal. Ach nee, es geht gar nicht. Ich kann ja den Laser selber nicht verstellen, ne? Nee. Der ist, wie er ist. Ja, ja. Ich renne da einfach durch. Und dann kann ich das doch dahin machen. Patzinger? Nee, da ist er. Ja, das ist jetzt ein wenig eine Spielerei hier. Sind Sommerferien auch mal länger bei dir? Ja, Pitti, hast du was zu trinken und Popcorn bereit? Jo, Karolinchen, ich auch. Aber das muss irgendwie... Nee, es kommt da gar nicht dran. Weil ich den Monitor ja gar nicht sehe. Das heißt also, ich muss mit dem Laser irgendwie dann auf den anderen Monitor da. Mal, das muss. Oh, ist das nervig. Bin aber so im Halblurk, weil gerade erst rein bin und muss noch Sachen erledigen. Ich trinke eh einen Kapo, das macht mich voll ruhig und relaxed. Einmal aber das da. Ah, da haben wir nochmal einen Spiegel, den habe ich gar nicht gesehen. Die Sau. Ganz versteckt da hinten. Kann ich dich drehen? Nee, ich glaube, den kann ich nicht drehen. Aber ich kann das Ding. Mal schauen. Nee, der flitzt da dran vorbei. Ist da nochmal irgendwo. Da ist auch nochmal ein Spiegel, oder besser gesagt, da sind sogar zwei Spiegel. Die kann ich allerdings nicht drehen. Okay. Der hat eigentlich Mecker, wenn ich durch den Laser laufe. Warum vorstellbar, warum? Ja, verstehe ich auch nicht. Und jetzt ist schon wieder der Anzug rum. Das ist wirklich ein bisschen nervig. Also wenn sie schon so ein Laserspiel da machen, dann könnten sie auch entweder den... dieses Zeug ausmachen oder die Zeit einfach verlängern, wo die wieder Anzug hält. Ich müsste irgendwie, warte mal, in welche Richtung zeigt denn ihr überhaupt?